Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 10, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Piratenfraktion, Drucksache 19/4747, Wissenschaftsgesetz NRW. Ich öffne die Aussprache und erteile jetzt für die antragstellende Piratenfraktion Herrn Kollegen Dr. Paul das Wort. Bitte, legen Sie los. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte natürlich auch ein bisschen Zeit sparen zu später Stunde. Allerdings bin ich Fraktion und Partei an der Stelle was Detailliertes schuldig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, ich möchte mit Erlaubnis des Präsidenten mit einem Zitat beginnen. Dieses Zitat stammt aus einer Erklärung eines Zusammenschlusses von 40 Studierendengruppen der Volkswirtschaftslehre aus 19 Ländern, mehr als die Hälfte davon aus der Europäischen Union, aus dem Mai diesen Jahres. Auch Deutschland ist dabei. Zitat: Neben den für gewöhnlich gelehrten, auf der Neoklassik basierenden Ansätzen ist es notwendig, andere ökonomische Schulen einzubeziehen. Beispiele für diese Schulen sind die klassische, die post-keynesianische, die institutionelle, die ökologische, die feministische, die marxistische und man höre und staune, die österreichische Tradition. Zitat Ende. Die meisten Studierenden der Volkswirtschaftslehre verlassen die Universität, ohne jemals von einer dieser Perspektiven auch nur gehört zu haben. Weiter heißt es in der Erklärung, dass die Studierenden zum Üben des reflektierten ökonomischen Denkens mit Wirtschaftsgeschichte und den Klassikern der Ökonomie konfrontiert werden sollten. Das fehle oder finde nur am Rande der Lehrpläne statt. Denn diese werden von der Neoklassik dominiert, wo der vollrationale Roboter und Superstatistiker namens Homo economicus auf der Basis von Big Data versucht, die Zukunft zu errechnen. Doch diese Modellwelt blendet die reale weitgehend aus, wie an der Finanzmarktstabilitätskrise und dem Schweigen im Walde dazu an deutschen VWL-Lehrstühlen zu erkennen war. Wir laufen Gefahr, auch an NRW-Hochschulen, nur lauter weltfremde, neoklassisch Ausgebildete auszubilden, die noch nicht mal was dafür können. Wir fordern Vielfalt statt markttheologische Monokultur. Dies ist nur einer der Gründe, warum wir einen eigenen Entwurf für ein Wissenschaftsgesetz NRW einbringen. Dieser besteht hier in Reihenfolge jedoch gleich wichtig aus vier Säulen. Erstens, wir möchten einen dritten Weg, Demokratie und Selbstverwaltung statt Fremdsteuerung vorwiegend durch Staat und Markt. Wir Piraten wollen mit unserem Gesetzentwurf endlich wieder die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, also auch die Studierenden, in den Fokus der Betrachtung stellen. Wo sonst als in Bildungseinrichtungen kann Demokratie und gegenseitige Verantwortung gelebt und erlernt werden, gerade für Führungskräfte? Deswegen bleiben wir dabei, dass die Hochschulräte weg müssen. Selbstverwaltung heißt auch, Vertrauen in die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu leben und sie selbstbestimmt via Senat entscheiden zu lassen. Zweitens, Transparenz. Es war unsere kleine Anfrage zu den Rektorengehältern, die die Gemüter erhitzt hat. Wir Abgeordnete sind die Anwälte der Steuerzahler und möchten wissen, was mit ihren Geldern passiert. Deshalb haben wir in unserem Gesetzentwurf den Passus der Offenlegung der Gehälter wieder verstärkt. Wir fordern Transparenz der Hochschulhaushalte, der Gehälter, auch von Leitungen sowie der Forschungsverträge. Drittens, Attraktivitätssteigerung des Arbeitsplatzes Hochschule. Eine Betrachtung der Hochschulgesetze der anderen Bundesländer ergibt in Bezug auf das Hochschulpersonal Folgendes. Das Hochschulpersonal ist Landespersonal. Das wollen wir in NRW wieder einführen und nehmen damit die Anregungen der Landespersonalräte auf. Dass die SPD da nicht so ganz ran will, ist uns ein wenig schleierhaft. Stattdessen einen Kodex gute Arbeit zu geben, das ist bloß ein Placebo und öffnet leider weiterhin den sachgrundlosen Befristungen bis zu 80% an unseren Hochschulen Tür und Tor. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz auf Bundesebene können wir leider nicht novellieren, aber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern statt Hire and Fire eine Perspektive zur Lebensplanung bieten. Viertens, das Hochschulnetzwerkgesetz mit Open Access und Massive Open Online Courses. Das sind wesentliche Motoren der Innovation. Sie fördern die Teilhabe an Bildung immens. Wenn Studierende die Möglichkeit haben, an jedem Ort zu jeder Zeit Materialien abzurufen und online an Vorlesungen teilzunehmen, dann sind wir angekommen in der Informations- und Wissensgesellschaft. Was Open Access angeht, gehört dies bei außeruniversitären Spitzenforschungen wie Helmholtz, Fraunhofer oder Max Planck längst zum Standard.
Gleichzeitig erhören wir endlich den Ruf der Fachhochschulen, die forschungsstark sind, dass auch ihnen ein restringiertes Promotionsrecht verliehen werden kann. Neu wäre auch, dass die Kluft zwischen Fachhochschulen und Universitäten aufgebrochen werden soll und dass die Hochschulen angehalten werden, interdisziplinäre Netzwerke zu bilden. Denn die eigentliche Hochschule, um die es geht, meine Damen und Herren, ist das ganze Land Nordrhein-Westfalen. Gleiches gilt für den Übergang von Bachelor zum Master zwischen den Hochschultypen für die Studierenden. Ich komme zum Ende. Wenn man Bildungshürden abbauen will, wie SPD und Grüne ja auch, dann muss man einfach mal konkret werden. Wir freuen uns auf die Debatten mit Ihnen in Ausschuss und Anhörung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Schultheiß das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, da muss man mal konkret werden. Herr Dr. Paul, in der Tat, da sind Sie den anderen Oppositionsfraktionen ein Stück voraus. Wenn ich auch nicht allen Vorgaben, allen Vorschlägen hier folgen möchte, weil, wenn Sie Ihren Gesetzentwurf konkret lesen und abgleichen mit dem, was das Hochschulzukunftsgesetz vorsieht, werden Sie merken, dass die Wirkungszusammenhänge, die Sie herstellen, kontraproduktiv sind zu dem, was Sie als Ziel vorgeben. Auch was die demokratische Mitbestimmung angeht. Also schauen Sie sich das noch mal genau an, was Sie dort selbst als Vorgabe machen, sei es was die Abschaffung der Hochschulräte angeht, was die Stärkung der Hochschulleitungen in diesem Kontext angeht, im Verhältnis zu den anderen Mitgliedern unserer Hochschulen. Wir sind in der Tat heute, was die Tagesordnung angeht, an einem sehr ungünstigen Punkt platziert, was die Debatte angeht. Ich gehe davon aus, dass Ihr Gesetzentwurf, der ja aus zwei Gesetzen schlussendlich besteht, was dieses Wissenschaftsnetzwerkgesetz angeht, dass wir insbesondere solche Fragen, die Sie zum Schluss noch mal angesprochen haben, diese Massive Open Online Frage oder Open Access noch mal genau, das habe ich Ihnen bei Ihrem Antrag auch bereits zugesagt, dass wir das noch mal genau anschauen werden, inwiefern es hier Desiderate gibt, die im jetzigen Gesetz noch nicht berücksichtigt sind. Ich glaube, das ist ein interessantes Thema, dem wir uns auch gerne stellen wollen. Aber ich sage noch mal, auch in diesem Bereich ist schon reichlich Vorsorge getroffen worden und das Digital Publishing ist etwas, was es in Nordrhein-Westfalen schon seit vielen Jahren gibt. Meine Damen und Herren, wir wollen die Debatte heute nicht künstlich verlängern. Wir sind dafür, dass Ihr Gesetzentwurf in die Beratungen eingeht, auch in die Anhörung zum Hochschulrecht in Nordrhein-Westfalen. Dadurch bietet sich die Möglichkeit, natürlich auch Alternativen gegeneinander abzugleichen und zu sehen, wie vernünftig der jetzige Entwurf des Hochschulgesetzes der Ministerin Svenja Schulze ist und der Landesregierung, Herr Hafke. Ich habe ja eingangs gesagt, es unterscheidet Herrn Dr. Paul und seine Fraktion von der FDP, die nur rummault, nur über irgendwelche Gefühlswallungen spricht, die es geben mag hinsichtlich der Hochschulgesetzgebung, aber nicht konkret über das, was es denn nun zu ändern gibt. Das Gesetz, was jetzt auf dem Tisch liegt, das Hochschulzukunftsgesetz, ist ein gutes Gesetz, in der Tat. Und wir werden dieses Gesetz auch beschließen, allerdings nach einer ausführlichen Anhörung. Und Sie wissen, Ministerin Schulze hat sich selbst auch nochmals deutlich gemacht, kein Gesetz verlässt den Landtag so, wie es den Landtag erreicht hat. Es gibt einzelne Punkte, die zu besprechen sind. Das werden wir auch tun und wir werden die entsprechenden Anträge stellen. Ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass ich, wenn es um konkrete Änderungsanträge geht, sowohl die FDP als auch die CDU sehr stark zurückgehalten haben. Da kam nichts als wirklich nur Maulerei und das reicht eben nicht. Das reicht eben nicht. Herr Dr. Berger, das reicht nicht. Das reicht nicht für eine gute Gesetzgebung. Und wir freuen uns natürlich auch erstens auf die Anhörung und dann auf die anschließenden weiteren Lesungen.
die zweite Lesung des Hochschulzukunftsgesetzes, damit dieses Gesetz dann zum Wintersemester 14/15 dann auch in Kraft treten kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schulthaus. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Hart. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kollege Dr. Paul, als ich Ihren Gesetzentwurf gesehen habe, ist mir eigentlich dazu nur eingefallen, bei den Piraten nichts Neues. Einen Teil haben Sie abgeschrieben vom Gesetzentwurf der Ministerin. Dafür hat Herr Schulthaus Sie gelobt. Aus Sicht von Herrn Schulthaus durchaus nachvollziehbar. Aber wenn man genau hinschaut, dann ist das im Grunde nichts anderes, als Sie hier bisher auch vertreten haben. Sie haben sich, was die Einwendung, was sogar die Dinge anbetrifft, die immerhin selbst im Ministerium angekommen sind und von der Regierung bei der Einbringung ihres Gesetzentwurfs berücksichtigt worden sind, die paar Sachen, selbst da haben Sie sich als absolut beratungsresistent erwiesen. Sie sind blind und laufen mit Scheuklappen durch die Gegend. Zugute halten kann man Ihnen und Ihrer Fraktion, Herr Dr. Paul, allenfalls noch, dass Sie sich geradeaus auf dem gleichen Weg befinden, nur noch nicht gemerkt haben, dass Sie auf dem Holzweg sind. Herr Dr. Paul, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Piratenfraktion, ich will uns jetzt an diesem Abend ein großartiges Eingehen auf alle Punkte in Ihrem Gesetz, die es dazu kritisieren gibt, ersparen. Aber zwei muss ich doch rausgreifen. Fangen wir mal mit den Drittmitteln an. Sie haben offenkundig von der Diskussion, die wir hier im Haus geführt haben, von den Stellungnahmen der Wirtschaft, von den Stellungnahmen der Universitäten, der Verbände und so weiter, was diese Problematik angeht, überhaupt nichts mitbekommen und nichts verstanden. Aber ich kann das absolut nachvollziehen, Herr Dr. Paul, denn Sie wollen ja auch nicht mit Wirtschaftskompetenz punkten hier in diesem Hause, und das können Sie natürlich auch nicht. Der zweite Punkt, den es zu kritisieren gibt, ist das, was Sie jetzt als große Innovation Ihrerseits hier hervorgehoben haben, nämlich, dass das Personal der Hochschulen wieder beim Land beschäftigt sein soll. Da ist Ihnen offenkundig entgangen, warum man das damals geändert hat. Wären Sie übrigens am Dienstag bei dem Symposium zur Zukunft der Studentenwerke gewesen, dann hätten Sie bei der Podiumsdiskussion mitbekommen können, warum das damals passiert ist. Weil nämlich die Verfahren bedingt durch für die Verwaltung auch nachvollziehbare Vorschriften, die zu beachten sind, zum Teil elendig lange gedauert haben, zum Teil mehrere Monate, bis zu 6 Monaten. Und da, Herr Dr. Paul, hat das nichts damit zu tun, dass man was für die Professoren, für die Doktoranden, für das angehende Personal tut, sondern da ist dieses Zuwarten für die Universitäten schädlich und auch für die betroffenen Bewerberinnen und Bewerber. Das steht übrigens im Gesetzentwurf der Regierung nicht drin. Die sind nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, das Personal soll zum Land zurück. Das ist eine Idee von Ihnen, und da sind Sie an der Stelle voll auf dem Holzweg. Herr Dr. Paul, ich habe von Ihnen noch in Erinnerung zu sagen, beim Hochschulfreiheitsgesetz fehle es an echter Freiheit für die Universitäten. Das haben Sie mal gesagt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was Sie hier machen, gerade an diesem Punkt, hat überhaupt mit Freiheit für die Universitäten nichts zu tun. Wer bislang davon ausgegangen ist, die Piraten stünden für Freiheit und Selbstbestimmung, der wird jedenfalls, was die Universitäten angeht, durch Ihren Gesetzentwurf eines Besseren belehrt. Dieser Gesetzentwurf ist jedenfalls, was das Thema Personal angeht, klarer Versuch, die Universitäten zu gängeln, das Verfahren zu bürokratisieren. Und das ist klar und eindeutig eine Richtung, in die wir nicht wollen und in die wir auch nicht gehen werden. Und vor diesem Hintergrund kann ich nur, ich gehe aber auch davon aus, hoffen, dass Ihr Gesetzentwurf das bleibt, was er ist, ein Entwurf, und dass das, was wir am Ende verabschieden werden, jedenfalls mit Ihren Vorstellungen an der Stelle überhaupt nichts zu tun hat. Ich freue mich schon auf die Beratungen im Ausschuss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Kollege Hart, wenn Sie noch kurz bei uns bleiben. Ja, natürlich.
Herr Dr. Paul hat eine Kurzintervention angemeldet und hat dann jetzt gleich 90 Sekunden Zeit. Eingedrückt hat er sich schon. Herr Dr. Paul, bitteschön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Lieber Herr Hart, ich dachte, wir kürzen das heute ab, aber ich kann Ihnen wirklich einen Einwand zu Ihren Ausführungen, für die ich Ihnen sehr dankbar bin, weil Sie zeigen klar, wie die Union tickt, nicht ersparen. Haben Sie mal mit den Landespersonalräten gesprochen? Wissen Sie, dass Beschäftigte an den Universitäten aus dem Mittelbau, wenn sie sich von einer an eine andere Universität bewegen wollen, einer Probezeit unterliegen? Und dass die einzelnen Universitäten viele, viele kleine Verwaltungen aufbauen, dass man zentral besser regeln könnte. Wir haben lange überlegt, wie man das machen könnte, beispielsweise das mit der Versetzung von einem Mitarbeiter von einer an eine andere Universität. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das, was in anderen Bundesländern gut ist, in Nordrhein-Westfalen nicht schlecht sein muss. Danke. Ja, Herr Kollege Hart, Sie haben dann auch noch mal 90 Sekunden, wenn Sie erwidern möchten. Herr Dr. Paul, wir haben uns mit allen Vertretern an den Universitäten unterhalten und nicht nur wir. Ich denke mal, dass die anderen Fraktionen das auch getan haben. Und wir sind, da sind wir offenbar mit allen anderen in diesem Haus einig, außer mit Ihnen, alle zu dem Ergebnis gekommen, es ist besser, das Personal bei den Universitäten zu belassen, den Universitäten an dieser Stelle auch weiterhin die Autonomie zu lassen. Das wollen Sie offensichtlich nicht. Sie wollen letztendlich die Universitäten bürokratisieren und dirigieren. Und Sie haben vorhin gesagt, Sie haben vorhin eigentlich was Entlarvendes gesagt. Sie haben gesagt, an den Universitäten würde etwas Bestimmtes nicht mehr gelehrt. Und damit haben Sie sich entlarvt. Sie wollen entscheiden, was an den Universitäten gelehrt wird und es nicht den Universitäten überlassen. Und genau das ist das Problem. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hart. Als nächster Redner spricht der Kollege Abel für die Grüne Landtagsfraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Dr. Paul, falls Sie das geklärt haben mit Herrn Dr. Berger, ich glaube, das könnte länger dauern, aber dazwischen, ich fand Ihre Rede insofern erhellend, als das jetzt noch mal deutlich wurde, was auch von den Piraten in der Vergangenheit kam, nämlich nur Worthülsen und Schlagworte. Und Sie haben auch mit diesem Gesetzentwurf nichts Substanzielles vorgelegt, was in der Diskussion der letzten zwei Jahre um ein neues Hochschulgesetz irgendwie uns weiterbringen würde. Und mit diesen Worthülsen und Schlagworten versuchen Sie offensichtlich oberflächlich Interessierte bei oberflächlich interessiertem Publikum zu verfangen. Insofern war ich ja dann doch gespannt, als ich gesehen habe, aha, es gibt jetzt mal einen Gesetzentwurf der Piraten, weil die Textgattung Gesetzentwurf suggeriert ja, jetzt gibt es was Konkretes. Ich war mäßig, aber auch nicht übermäßig enttäuscht, was Sie dann vorgelegt haben. Deswegen, weil Sie ja hier in der Vergangenheit ganz große Ankündigungen gemacht haben. Zum Beispiel im März diesen Jahres haben Sie einen Entschließungsantrag mit der Überschrift Land muss endlich mehr Verantwortung für die Hochschulen übernehmen eingebracht. Da gibt es das Schlagwort Verantwortung. Aber in diesem Antrag gibt es keinen einzigen konkreten Punkt. Der hat nur einen Feststellungsteil. Es gibt keine Aufforderung an die Landesregierung, nichts. Und darin so vielsagende Sätze wie den Sie heute auch gebracht haben, als Anwälte der Steuerzahler müssen wir für Transparenz sorgen. Weiteres Schlagwort Transparenz. Und dann die Entgleisungen, anders kann man das nicht nennen, des Kollegen Bayer hier in der Debatte im November, als es um die Rüstungsforschung geht. Ich zitiere mal aus dem Protokoll. Hochschulen sollen sich dabei heute spezialisieren und ein bestimmtes Profil ausbilden. Bochum, Aachen und Wuppertal haben es auf eine traurige Art und Weise geschafft, innerhalb einer Woche ein ganz bestimmtes Profil auszubilden. Und weiter. Meine Sorge ist, dass die Legitimität öffentlicher Forschungsförderung durch diese Hochschulen insgesamt leidet. Die Forschung ist aber von der Akzeptanz der Bürger in besonderem Maße abhängig. Und dann lassen Sie uns doch mal schauen in Ihrem Gesetzentwurf, was Sie denn zu der von Ihnen geforderten Transparenz, was Sie zum Spannungsfeld zwischen Verantwortung und Freiheit zu Papier gebracht haben. Bei der Landesverantwortung nichts Neues. Da bleiben Sie im Wesentlichen bei dem, was jetzt im Hochschulfreiheitsgesetz verankert ist. Mit dieser schwammigen Formulierung aus Pinkwart Zeiten, bei dem niemand so genau weiß, wer eigentlich wie die strategischen Ziele des Landes mit den Hochschulen vereinbaren oder formulieren soll. Und mit der Freiheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es auch nicht so weit her, jedenfalls dann nicht, wenn es Ihnen nicht passt. Da wollen Sie eingreifen, zum Beispiel wollen Sie die Wissenschaftler zwingen, sich das Recht auf nicht kommerzielle Zweitveröffentlichung vorzubehalten.
Und dann schauen wir nochmal, ich habe ja die Rede von dem Kollegen, des Kollegen Bayer hier nochmal erwähnt, schauen wir mal nach einer Friedensklausel. Suchen wir mal nach Worten wie Rüstung, Frieden, zivile Zwecke, gesellschaftliche Verantwortung. Nichts, Sie liefern nichts dazu. Herr Bayer, was folgt denn aus Ihren Forderungen, aus Ihren Anwürfen an die Universitäten? Da hätten Sie doch, ja, vielen Dank für den Zwischenruf, dass die Hochschulen selbst entscheiden wollen. Da merkt man eben, Sie haben hier kein Ziel, keine Linie. Sie reden von Verantwortung, Sie reden von Transparenz. Aber wenn es dann konkret wird und wenn man an konkreten Punkten, an mit konkreten Fragestellungen danach sucht, dann findet sich nichts. Sie haben hier keine Linie. Sie haben ja behauptet mal, Kernkompetenz der Piraten sei die Wissenschaftspolitik. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn das jetzt Ergebnis einer 2 Jahre andauernden Debatte ist mit Ihrem Aufwurf, wo Sie je nach Software 40-45% wortwörtlich Übereinstimmung mit unseren haben, dann muss ich schon sagen, das ist Niveau-Limbo. Wenn man es sanft formuliert, und die Punkte sind ja nicht falsch, das wäre ja schizophren, könnte man sagen, Sie sind sehr eng an den Formulierungen mit den 40-45%, die Sie wortwörtlich bei uns angelehnt haben oder die Sie an unseren Gesetzentwurf angelehnt haben, wenn man es deutlicher sagen würde, Sie haben das einfach geklaut. Lassen wir das mal beiseite, werten wir die Punkte mal als Zustimmung von Rot-Grün. Ich glaube, das hat auch der Kollege Schulters gemeint, der einen ziemlich friedlichen Beitrag hier hatte zu diesem Antrag. Herr Kollege, kann auch am Karlsjahr liegen und an der guten Stimmung. Wenn ich einmal unterbrechen darf, der Kollege Bayer würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Möchten Sie die zulassen? Ja, sehr gerne. Dann machen wir das so, Herr Kollege Bayer, bitteschön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage auch zulassen. Ich hätte Sie jetzt fragen können, ob Sie meine Rede zur Zivilklausel überhaupt ganz gelesen haben. Aber viel wichtiger finde ich die Frage, ob Sie es denn für sinnvoll halten, wenn man einen Gesetzesentwurf macht, der im Grunde vor allem das Hochschulgesetz selbst reformiert oder modernisieren möchte, etwas komplett ganz neu zu schreiben, wo kein Wort auf etwas basiert. Oder ob es nicht besser ist, sich an dem zu orientieren, was da ist, und das besser zu machen und zu optimieren. Naja, wahrscheinlich haben Prominente wie Herr Gutenberg damals ähnlich formuliert, man kann nicht alles neu erfinden. Aber bei 40-45% und bei Punkten, wenn Sie zum Beispiel in Tierschutz gucken oder bei den Zielen von Studium und Lehre, das ist einfach wortwörtlich rübergezogen, da kommen Sie auch nicht hinterher. Und ja, ich habe Ihre Rede ganz gelesen, deswegen, ich habe ja gesagt, das ist kein Problem, wir werten das jetzt mal als Zustimmung. Aber Sie haben da hier suggeriert, als würden Sie jetzt einen großen Wurf bringen und Ihre Gedanken einbringen. Und interessant ist ja, was Sie ausgelassen haben, nämlich was Sie von uns nicht übernommen haben. Das ist neben der angesprochenen Friedensklausel zum Beispiel der ganze Themenkomplex zur Gleichstellung. Ja? Sie haben nicht nachvollzogen, wie Sie denn das geltende Gleichstellungsrecht auf die Hochschulen übertragen wollen. Sie reden lediglich von der Selbstverpflichtung. Und Sie haben ja in der Diskussion wohl mitbekommen, dass wenn wir so weitermachen wie bisher, wir 50-100 Jahre brauchen, bis wir genügend Professorinnen und Professoren an den Universitäten haben, um eine echte Gleichstellung in allen Gremien zu gewährleisten. Und da bleiben Sie weit hinter unserem Gesetzentwurf zurück und sogar hinter dem aktuellen Hochschulfreiheitsgesetz. Das hilft uns so nicht weiter. Wir müssen damit leben, dass er überwiesen wird. Ich würde mich freuen, wenn Sie im Laufe der Debatte konkrete Änderungsanträge zu unserem stellen. Ich denke, das ist zielführender. Vielen Dank. Herr Kollege Abel, wenn ich Sie noch mal einmal zurück zum Rednerpult bitten darf. Herr Dr. Paul hat sich zu einer Kurzintervention angemeldet. Dafür hat er dann auch wieder 90 Sekunden Zeit. Verfahren kennt er schon, ist schon eingedrückt. Herr Dr. Paul hat das Wort, bitte schön. Ja, Herr Abel, ich kann Ihnen das leider auch nicht ersparen an dem Punkt. Ich hätte es gerne erspart, aber Herr Schultheiß hat friedvolle Worte angesprochen. Ich persönlich bin eigentlich auch eher in der friedvollen Stimmung, aber ich kann Ihnen das jetzt nicht ersparen. Ihr Passus zur Zivilklausel im Gesetz. Wir sagen, die Hochschule ist frei. Und wenn man einer demokratisch verfassten Institution freie Entscheidung einräumt, dann ist das auch Freiheit. Was Sie machen, ist Staatsdirigismus. Also,
Herr Dr. Paul, ich weiß nicht, ob Sie da, wenn Sie sonst ja auch eher linkere Gruppen diskutieren, dann nicht unter Umständen Probleme bekommen. Erstmal haben wir eine Friedensklausel. Und Ihre Aussage gerade widerspricht auch beispielsweise Ihrem Gesetzentwurf. Wenn Sie sich mal vergewissern, Paragraph 43 ist es, glaube ich, der ist ja von uns, ich kenne den. Wenn Sie dann zum Beispiel Ziele für Studium und Lehre fortschreiben und beispielsweise beim Tierschutz konkrete Maßnahmen machen, das weiß ich doch total zu dem, was Sie jetzt gesagt haben. Ansonsten belasse ich es dabei. Es gibt bei uns HSV-Fans und ich will jetzt keinen Ärger mit denen haben. Vielen Dank. Das mit den HSV-Fans irritiert mich, aber trotz alledem vielen Dank, Herr Kollege Abel. Als nächster Redner spricht für die FDP-Fraktion der Kollege Hafke. Gar keiner. Jetzt Wuppertaler SV kommt jetzt, ja. Der ist ja bald auch in der ersten Liga, habe ich mal gehört. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ja. Vielen Dank, Herr Bell. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, die Mehrheit der Fraktionen in diesem Hause scheint es ja nicht wirklich gut mit unseren Hochschulen zu meinen. Bei der Beratung zum rot-grünen Hochschulzukunftsgesetz haben wir bereits sehr ausführlich die Erfolge des schwarz-gelben Hochschulfreiheitsgesetzes diskutiert. Lieber Herr Schultheiß, selbst die Ministerin hat ja in der Vergangenheit immer wieder dargelegt, wie gut die Hochschulen doch aufgestellt sind und die aktuellen Erfolge bewältigt haben. Und das liegt mit Sicherheit zum Großteil an dem exzellenten Gesetz, was damals Andreas Pinkwart auf den Weg gebracht hat. Ohne dieses Gesetz wäre die Bewältigung des doppelten Abiturjahrgangs in dieser Form überhaupt nicht möglich gewesen. Es wären auch nicht die deutlich gesteigerten Studierenden- und Absolventenzahlen möglich gewesen. Oder auch die exzellent prämierte Forschung und Lehre wäre hier in Nordrhein-Westfalen so nicht möglich gewesen. Ich habe in der Vergangenheit von Rot-Grün noch kein wirkliches Argument gehört, warum dieses Hochschulfreiheitsgesetz erneuert werden muss. Ganz im Gegenteil, vielleicht eher sogar da positive Begriffe, warum das alles in der letzten Zeit so gut gelaufen ist. Das Gleiche kann man auch zu dem aktuellen Gesetzentwurf der Piraten sagen. Das Einzige, was Sie hier eigentlich immer wieder anführen, was an dem Hochschulfreiheitsgesetz denn so falsch sei, ist die Abschaffung der Hochschulräte. Und wenn man sich da mal anschaut, was da immer als Begründung angeführt wird, dass die böse, böse Wirtschaft hier in Nordrhein-Westfalen ja die Universität so stark beeinflussen würde. Ich glaube, da ist ein ganz komplett falsches Weltbild dahinter, was bei Piraten, SPD und Grünen dahinter steckt. Ich glaube, die Hochschulräte haben eher dazu beigetragen, dass die Universitäten tatsächlich an die reale Welt angedockt werden und dass dort eine gute Vernetzung stattfindet. Wir wollen diese Hochschulräte in der Form auch beibehalten. Weiterhin habe ich den Eindruck, dass die Piraten darüber diskutieren, dass die Hochschulen vielleicht in so einer Art Elfenbeinturm demnächst forschen sollen. Die Professoren sollen sich schön still und heimlich in ihr Kämmerlein zurückziehen und da sich einigeln und mal drüber diskutieren, wie die Welt dann vielleicht besser werden kann. Ich glaube, das ist auch der falsche Weg. Ich glaube, wir brauchen Wissenschaftler, so wie sie heute aufgestellt sind und nicht wie die Piraten das haben wollen. Ein weiterer Punkt, den man sehr kritisch noch mal hinterfragen kann und wo ich mich auch frage, ob Sie einfach in den letzten Wochen und Monaten überhaupt nicht den Debatten gefolgt haben, ist die Veröffentlichungspflicht für die Forschung von Drittmitteln, so wie Sie sie im Gesetz beschreiben. Die Privatwirtschaft wird in dieser Art und Weise, wenn das kommen sollte, keinerlei Drittmittel mehr geben, denn die Gefahr besteht dann, dass die ganzen Vorhaben vorher von der Konkurrenz im Internet nachzulesen sind. Und damit wird man die Innovationslandschaft und das Innovationsland Nordrhein-Westfalen ausdünnen und dafür sorgen, dass hier Karrieren und Innovationen zerstört werden. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich kann auch noch viele andere Punkte ansprechen, die wir hier immer wieder diskutiert haben. Das Thema der Rektorengehälter, auch das würde die Veröffentlichung würde dem Wissenschaftsstandort Nordrhein-Westfalen schaden und auch andere Bevormundungen, die Sie hier entsprechend das Gesetz aufgenommen haben. Einen letzten Punkt, den möchte ich noch anmerken, weil der schon eigentlich sehr deutlich da auslegt, wie Sie dieses Gesetz erarbeitet haben, nämlich in gewissem Umfang sehr schlampig. In Artikel 11c schreiben Sie in der Einleitung das Thema geschlechtergerechte Zusammensetzung der Hochschulen. Wenn man dann ins Gesetz schaut, gibt es diesen Paragraphen 11c gar nicht. Vielleicht sind Sie irgendwann so nett, dem Parlament mitzuteilen, wie Sie sich das denn auch entsprechend vorstellen. Die FDP wird zwar der Überweisung zustimmen, aber dem Gesetzesform ablehnen, weil wir der Meinung sind, dass aktuell
bestehende Hochschulfreiheitsgesetz ist ein gutes Gesetz. Die Hochschulen sind gut aufgestellt und darauf sollte man aufbauen und das Ganze nicht wieder kaputt machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hafke. Für die Landesregierung spricht jetzt Frau Ministerin Schulze. Herr Präsident, meine Damen und Herren, bevor ich inhaltlich auf das Gesetz, den Gesetzentwurf der Piraten eingehe, möchte ich mich erst einmal bei den Piraten bedanken, weil sie sind die erste Oppositionsfraktion, die wirklich auf Punkt und Komma ganz genau Paragraph für Paragraph auf 96 Seiten mal gesagt hat, was denn ihre Vorstellungen von der Zukunft der Hochschulen und des Hochschulrechts in Nordrhein-Westfalen sind. Das unterscheidet sie wirklich wohltuend von den beiden anderen Oppositionsfraktionen, die sich ja bis jetzt einer Sachdebatte konsequent verweigern. Sie haben nur ein einziges Credo immer wieder, nämlich alles soll so bleiben, wie es ist. So kann die Welt sich aber nicht weiterentwickeln. Deswegen das erst einmal vorab. Nun aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war es jetzt leider auch schon mit dem Lob für den Gesetzentwurf der Piraten. Ihr Entwurf greift zwar das ein oder andere wichtige Thema auf, zum Beispiel der Frage der Transparenz oder der Öffnung der Hochschulen. Vieles der Regelungen ist aber nicht wirklich zu Ende gedacht oder sie widersprechen eigentlich dem, was man unter einem modernen Hochschulgesetz versteht. Ich nehme zum Beispiel mal die Regelung zur Aufsicht über die Aufgaben von Land und Hochschulen. Das, was Sie da beschreiben, das sind keine konkreten Instrumente. Das heißt, das Ministerium hätte faktisch nach Ihrem Gesetzentwurf noch weniger Aufsicht über die Hochschulen, als wir das heute schon haben. So ähnlich ist es im vermutlich gut gemeinten, aber nicht gut gemachten Bereich der Regelung zur Mobilität von Studierenden über den Übergang von Bachelor und Master zwischen Fachhochschulen und Universitäten. So wie Sie das gefasst haben, nämlich in der Weite, bleiben die Regelungen praktisch nichtssagend und wirkungslos. Und unterkomplex ist auch das, wie Sie die Frage der Hochschulsteuerung beschreiben. Das Zusammenwirken von Land und Hochschulen, da muss man sich schon etwas mehr Gedanken machen, als das in Ihrem Gesetzentwurf anströmt. Es gibt eine ganze Reihe von Punkten, da bin ich aber ausdrücklich, und da ist die Landesregierung ausdrücklich anderer Meinung. Und ich will nur mal einen herausheben angesichts der Zeit. Das ist der Punkt der Gleichstellung. Mit Ihren Formulierungen zur Zusammensetzung der Gremien fallen Sie weit hinter das Landesgleichstellungsgesetz zurück. Das, was wir vorgesehen haben in dem Gesetzentwurf, nämlich das Kaskadenmodell, das kommt bei Ihnen überhaupt nicht vor. Das, was Sie da beschreiben, das ist Gleichstellungspolitik von vorgestern und das kann nicht der Weg in die Zukunft sein. Ich denke, der vorliegende Gesetzentwurf der Piraten, aber auch die Debatte der letzten Wochen und Monate zeigt eins ganz klar, es gibt zwei Extrempositionen, die Piraten jetzt vorgelegt haben und die der anderen Oppositionsfraktionen. Wir liegen mit dem Regierungsentwurf in der goldenen Mitte und das ist, glaube ich, auch ein guter Weg und das bestärkt uns eher darin, dass der Weg, den wir da gehen, ein richtiger ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin Schulze. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor, damit kommen wir zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 5747 an den Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung. Wer ist gegen diese Überweisungsempfehlung oder möchte sich enthalten? Das ist niemand. Dann haben wir einstimmig so überwiesen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 11, Antrag der Fraktion der SPD und Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Drucksache 5749, neue Schwerpunkte in der Forschungsförderung, das Innovationspotenzial kleiner und mittelständischer Unternehmen und von Hochschulen in Nordrhein-Westfalen gezielt erschließen. Eine Beratung hierzu ist heute nicht vorgesehen. Wir stimmen damit direkt ab. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 5749 an den Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung federführend sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk. Die Aussprache und Abstimmung sollen dann nach Vorlage der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses hier im Plenum erfolgen. Wer ist gegen diese Überweisungsempfehlung oder enthält sich? Das ist niemand. Damit ist auch so entsprechend überwiesen. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 12.